Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Mehls. Ich bin der neue Schulleiter an der Deutschen Schule in Malaga. Und durch dieses Video möchte ich mich ein bisschen der Schulgemeinschaft vorstellen, damit Sie eine kleine Vorstellung haben, wer denn jetzt der Neue ist. Ich komme aus Hamburg, bin dort geboren und habe im Wesentlichen an der Stadtteilschule Horn gearbeitet. Zunächst 8 Jahre als Lehrer für Sport und Deutsch und dann aber auch 8 Jahre als Schulleiter. Aber ich habe nicht nur in Deutschland gearbeitet, sondern war auch schon 2-mal im Ausland. Zuerst in Ecuador 2 Jahre, das ist schon lange her, da habe ich ein bisschen Spanisch gelernt. Und dann zwischen 2006 und 2014 auch in Brasilien an einer sehr großen Schule, wo ich als Abteilungsleiter gearbeitet habe. Und da habe ich Portugiesisch gelernt. Leider mische ich die Sprachen jetzt so ein bisschen, aber das wird sich hoffentlich mit der Zeit geben. Ja, und jetzt sind wir hier in Andalusien, freuen uns darüber, meine Frau, meine Tochter und ich, und genießen bereits jetzt das Leben in Andalusien. Ab und an werde ich schon gefragt, was ich denn jetzt an der deutschen Schule machen möchte, was ich vielleicht verändern will, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen. Es gibt einen Satz, den finde ich wichtig, der besagt, eine Schule, die aufhört, besser sein zu wollen, hat aufgehört, eine gute Schule zu sein. Und in diesem Sinne, denke ich, sollten wir gemeinsam versuchen, den Fortschritt an dieser Schule zu etablieren und die Schule weiterhin immer zu verbessern. Man kann sich immer verbessern. Dazu möchte ich Sie einladen an dieser Schule. Gucken Sie mal, wie wunderschön an dieser Schule die Horizonte öffnet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.